Ich habe mir jetzt endlich einen wunderschönen Drehtisch hier für meine Fräse gekauft und habe auch noch ein altes Futter hier rumliegen, was ich da drauf montieren wollte. Problem ist aber, das ist ein Futter, was man von hinten verschraubt. Das geht hier natürlich nicht. Und ich will jetzt dieses Futter durchbohren, dass ich hier eine Vordermontage habe. Habe ich erstmal hier so einen kleinen Ring gedreht zum Zentrieren, damit das Futter hier, damit das perfekt zentrisch sitzt. Das kontrolliere ich nachher nochmal mit der Messuhr. Und jetzt werde ich das Futter falschrum drauf machen. So werde ich das Futter jetzt hier drauf machen und das hier durchbohren, komplett einmal durch. Wenn dann die erste Schraube durch ist, fixiere ich das Ganze, mache hier unten so einen T-Notenstein rein und schraube es fest. Und dann kann ich natürlich schön weiter drehen. Und zwar um 180 Grad, nein, nicht 180 Grad, 360 durch 3. Und dann kann ich das schön weiter drehen um 120 Grad, dann bohre ich das nächste Loch rein. Dann habe ich das perfekt ausgerichtet und dann kann ich es endlich von vorne montieren. Leider hatten die mitgelieferten T-Notensteine nicht das richtige Maß, deswegen musste ich die erstmal abfräsen. Die Steine habe ich dann am Rundtisch montiert und den konnte ich dann wiederum auf dem Maschinentisch montieren. Und dann geht es auch schon ans Bohren. Erst mit Zentrierbohrer, dann bohre ich vor und am Ende noch auf Nennmaß. Also so sieht es am Ende aus. War natürlich jetzt mal wieder mehr Aufwand als gedacht, aber es macht ja immer wieder Spaß, sowas umzubauen. Das alte Futter hat jetzt auch wieder einen Verwendungszweck auf meiner Fräse bekommen. Und endlich habe ich einen Rundtisch und freue mich jetzt schon, wenn ich Projekte habe, wo ich den nutzen kann.